Sie wollen Heizungskosten sparen? VFT. Wir sorgen dafür, dass Ihre Heizung fit ist. Ich stehe hier mit der Allee-Center-Managerin Sophie Dukert. Sie geht in den kommenden Tagen nach Kiel. Traurig, dass Sie jetzt Remscheid verlassen werden nach 2,5 Jahren? Ja, schon etwas traurig. Nach 2,5 Jahren knüpft man ja hier auch viele Kontakte und dann Abschied zu nehmen ist nie so leicht. Allerdings freue ich mich auch auf den neuen Standort. Kiel und das Center in Kiel heißt Sophienhof. Zufall? Ja, das ist reiner Zufall. Ich glaube aber, durch diese Verbindung wird niemand vergessen, wo ich jetzt bin. Sie kommen ja aus Schwerin ursprünglich. Es geht jetzt wieder Richtung Norden, wesentlich näher der Heimat. Freuen Sie sich auch darüber? Ja, also diese Versetzungen, die gehören bei uns im Unternehmen dazu. Und ich freue mich schon tendenziell, dass es dann eher in den Norden geht als zum Beispiel in den Süden, weil es ein Stück Richtung Heimat ist und dann ja sowohl beruflich als auch privat einfach nochmal einen Schritt weiter. 2,5 Jahre Remscheid. Wie waren die Erfahrungen hier bei uns in der Stadt? Also ich habe durchweg positive Erfahrungen gesammelt. Der Remscheider neigt ja leicht dazu, sich selbst und seine Stadt eher schlecht zu reden. Das habe ich auch am Anfang oft gehört, aber kann das überhaupt nicht bestätigen. Remscheid hat so viele schöne Ecken, die ich hier auch alle nach und nach kennengelernt habe. Ich habe so viele Kontakte geknüpft und ich bin mir sicher, dass da auch einige wirklich über die Zeit hinaus halten werden. Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Zeit hier im Allee-Center, 2,5 Jahre, was sind die größten Errungenschaften gewesen? Also wir hatten in den 2,5 Jahren viele Highlights. Man darf natürlich nicht vergessen, das ist keine Einzelleistung, sondern Teamleistung. Ich habe hier ein ganz starkes Team im Rücken, was mich unterstützt hat und zusammen haben wir viele Aktionen gestemmt. Jetzt als letztes natürlich die Aktion Bergischer Löwe zum 85-jährigen Großstadtjubiläum von Remscheid. Da haben wir hier im Center einiges auf die Beine gestellt und das war eine ganz besondere Aktion jetzt in diesem Jahr. Das Allee-Center hat ja auch damit geholfen, dass Remscheid die Aktion der Kollegen von WDR 2 gewinnt, unsere Stadt. Am 6. September gibt es dann die großen Konzerte und Sie wollen an dem Tag nochmal zurückkommen nach Remscheid. Ja, der 6.9. ist fest eingeplant und ich versuche auf jeden Fall an dem Tag hier zu sein, um bei dem Konzert einfach auch dabei zu sein und nochmal alle wiederzusehen. Dankeschön, Frau Dukert. Ja, für toi 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 für den neuen Job in Kiel und natürlich danke auch für die gute Zusammenarbeit in den letzten 2,5 Jahren. Danke nochmal dafür und die neue Center Managerin, die von Sophie Dukert übernimmt, steht bei mir, Katrin Schubert. Ja, herzlich willkommen erstmal in Remscheid. Es war relativ kurzfristig, dass Sie jetzt erfahren haben, dass Sie von Kiel hier rüber nach Remscheid kommen. Ja, es war sehr kurzfristig, aber ich freue mich dennoch hier auf Remscheid. Es ist mein erstes Center und ich bin schon gespannt auf die ganzen Herausforderungen, die mich hier erwarten werden. Kurze Zeit. Was haben Sie in den letzten Tagen über Remscheid erfahren können? Kannten Sie die Stadt überhaupt? Was wurde Ihnen so ein bisschen erzählt über die Stadt? Ich war noch nie vorher in Remscheid, dennoch freue ich mich sehr. Ich habe mich natürlich vorher informiert, wo es mich denn jetzt hin verschlägt. Und Remscheid gefällt mir bisher wirklich sehr gut. Ich habe sehr viele positive Erfahrungen hier gemacht und ich denke, dass es genauso weitergehen wird. Sie waren vorher in Augsburg, dann in Kiel, jetzt sind Sie in Remscheid, kommen aus dem Saarland. Also das ist ja schon eine nette Deutschlandkarte, die Sie zusammen haben im jungen Leben. Froh, dass es wieder ein bisschen näher Richtung Heimat geht? Ja, also der Job bringt natürlich mit sich, dass man relativ flexibel ist, was jetzt Reisen angeht und Stationen. Dennoch freue ich mich natürlich, dass ich jetzt von Kiel noch mal ein Stückchen weiter Richtung Heimat gekommen bin. Und Remscheid ist, glaube ich, ein ganz guter Start. Frau Dukert, die ehemalige Managerin, mit der Übergabe zu Ihnen, ganz, ganz wichtig natürlich. Wie läuft das momentan? Ja, also wir haben momentan die Übergabezeit, in der Frau Dukert mir alles zeigt, also rund um das Allee-Center, rund um alle wichtigen Menschen und Persönlichkeiten hier in Remscheid. Und das ist sehr spannend und natürlich auch sehr wichtig, damit das alles reibungslos abläuft für den laufenden Betrieb. Und was sind so jetzt Ihre kurzfristigen Ziele als neue Manager im Allee-Center? Erstmal, dass es weiter reibungslos weiterläuft hier im Haus? Ja, also der laufende Betrieb, da natürlich viel Kontakt mit Kunden, mit Mietern und das Team funktioniert super. Also die Zusammenarbeit im Team ist auch sehr, sehr wichtig und da freue ich mich erstmal drauf. Dankeschön, Frau Schubert. Natürlich toi, toi, toi für den neuen Job. Ja, das ist die neue Managerin Katrin Schubert, die jetzt im Allee-Center von Sophie Dukert übernimmt und wir wünschen beiden Damen das Beste in ihren neuen Jobs.